Willkommen bei einer neuen Folge Dark Souls 2 Scholar of the First Sin mit Merit. Moment, mal meine Kuscheldecke hier zurecht rücken. Habe ich zwar gerade, aber kennt man ja, ne? So. Was haben wir in der letzten... Ach ja, in der letzten Folge haben wir erfolgreich diesen Verfolgerarsch. Ich weiß immer noch nicht, ob es ein Bug war oder ob es einfach eine Taktik war, dass der dann verschwindet. Und wir wurden mal wieder invasiert. Mehr als eine halbe Folge lang. Und ja, jetzt gehen wir weiter. Und ich habe mich mal erkundigt irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich die schon geholt habe. Eine Scherbe, sag schnell. Eine Estus-Scherbe. Will ich mal gucken, wo die ist. Die andere Beschreibung habe ich nicht gerallt. Irgendwas über eine Wurzel und dann zu Karl und... Was weiß ich, muss ich mal bei Titanit, weil da gerade Titanit-Scholle stand. Bei Gelegenheit nachgucken, aber hier hoch. Achso, das ist ein Grafikfehler. Hier hoch. Hier hoch. Aber da war ich doch schon, oder nicht? Doch, die habe ich, glaube ich. Alter, dunkel. Ach, da müsste ich jetzt alles haben hier. Da habe ich die eine hier gefunden, weil angeblich sei noch eine Titanitscherbe irgendwo bei einer Wurzel. Dann kommst du zu so einem Typen. Er gibt dir einen Schlüssel zu einem Haus in Majula, was auch immer. Und ja. Dort wäre auch eine drin, aber ich weiß nicht. Welche Wurzeln die meinten. Oh. Ist dich. Ach, hier ging es ja gar nicht lang, ne? Ach, egal. Weil ich keine Lust jetzt an den Dicken vorbeizugehen. Muss ich dir ein anderes Mal holen. Geht schon irgendwie. So. Jetzt hier schneller oder der andere? Ja, ne? Ach ja, wenn mich jetzt auch nochmal einer invasiert, sage ich euch, dann raste ich aus. Jetzt kommen wahrscheinlich einige und sagen, spiel doch offline! Aber ich finde es ja eigentlich ganz cool, wenn es hin und wieder mal passiert. Oder ich glaube, offline kriege ich dann auch nicht diese Hinweise auf dem Boden und dergleichen. Und ich will die Hinweise und alles ja haben. Was macht der da für komische Bewegungen? Er schläft. Und, ich finde das ganz cool, da die immer zu sehen, die Geister und so. Warum, ne? Aber ich finde scheiße, dass die manche echt so ganz knallhart sich ihr Gear zusammenfarmen. Auf dem niedrigen Level bleiben, das Gear zusammenfarmen, das wahrscheinlich noch upgraden, so weit wie möglich. Und damit, weiß ich nicht, was für Ausrüstung auf die kleinen, Spieler losgehen. Ich meine, es gibt ja... Tricks, aber ich lerne es auch nie. Wie man echt als guter Spieler oder ne, mit ganz bestimmten Bewegungsmustern relativ weit kommt. Das Spiel in einer Stunde durchspielt oder so. Wenn das im ersten Teil, wie ist der Speedrun anderthalb Stunden nicht mal? Und ja. Dann hat man halt so tolle Sachen am Ende, mit dem natürlich ein Level 20er da nicht mitkommt. Wobei der letzte, der war ja jetzt auch etwa auf meinem Stand. Der hatte zwar ein gutes Schwert, aber das war's dann auch. Na ran, ey. Schau mich sonst mit seinem Feuerscheiß. Tschüss. So geht's auch. Das wollte ich zwar nicht direkt, aber hat ja auch irgendwie geklappt, ne? So, jetzt muss ich die zwei Hyopais da töten. Eine habe ich letzte Mal dazu gekriegt, dass er runterfällt. Nein, kriege ich nicht hin. Aua.
Aua! Nein! Oh, das ist so gefährlich, ey. Der eine ist tot. Bin ich auf den Sack. Irgendwo noch. Ja. Wenn ich die Estus-Flakos immer brauchen, ey. Gegenstand, da war ein Gegenstand. Was war denn da? Königsgroßschwert. Nee, ich hab so viel Scheiß hier, ne? Brecher, Königsgroßschwert. Ich hätte gern das hier. Aber das war ja. Genau, mach ich nicht mehr. So. Ich weiß, warte mal, das war. Blume, muss ich die denn hier? Okay, ich mach die jetzt falsch, ne? Ja. Der fällt einfach um. Da lebt er jetzt wieder. Dachte ich mir doch. So. Okay. Ich hab Angst. Oh ne. Da sitzt irgendwas Komisches. Was war das denn? Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich das denn geschafft? Was habe ich denn gemacht, Alter? Aua. Komm, stirb. So. Ob ich. Was ist denn das denn für ein nasser Sack, der da umfällt, ey? Und. Ah, oh. Oh, oh. Oh. Aua. Geh weg! Denk was und jetzt hoffe ich, dass er mich nicht kriegt. Das hat ja erstaunlich gut geklappt, dafür, dass das gerade so viele waren. Oh, hätte noch ein bisschen mehr rundherum gehen sollen. Oh, gut, hat geklappt. Dachte schon, nicht geklappt. Ah, je. Was sind die jetzt immer da? Huch! Was ist denn? Komisch aus. Lügner. Hier. Bin dahin. Oh, okay. Angst. Sitzt einer drin. Bei den Arsch da töten. Komm her. Erwischt. Wer ist das da? Muss ich den töten? Will den eigentlich nicht töten? Muss ich den töten? Ich weiß, dass das ins Nichts führt. Da unten was? Bin ich. Wahrscheinlich einfach nur verarsche. Die Leute, die springen dann runter und sind tot. Ich traue dem da nicht. Was kann die denn? Er steht nur. Ich war auch AFK. Stolzen Ritt. Ich habe Angst, dass der da rauskommt und mich dann angreift. Was ist denn jetzt einfach? Ich glaube, mir auch so ein Gefängnis zu sein.
Aha. Gut, hat geklappt. Oh, Nebel. Das passt mir nicht. Okay, geht nicht. Da ist auch ein Beschwörungssymbol. Ich habe noch ein Estus-Flakon. Geht nicht. Symbol. Wer ist das denn? Das ist auch ein Rufsymbol. Was ist das? Sonderlebenstein. Soll ich trotzdem mal probieren? So viele Effigies, ey. Hinten war auch noch eins hinter dem Gitter. Aha. Ah, das ist gerade aufgeploppt. Jo, das ist auf jeden Fall ein Spieler. Das könnte. Wer ist das? Bürgerin. Ja, komm. Mal probieren. Jetzt ja jetzt merken, was es ist. Ein Mensch. Okay. Mit. Mehr. Ist das ein. Ich habe keine Ahnung, was auf mich wartet. Scheiße. Und wo ist die Pilgerin? Danke. Was ist denn ein Spieler? Locken geht. Huch! Warten, warten. Jetzt. Alter. Oh, es sind zwei. Natürlich schlecht. Ja, das ist schlecht. Alter. Ah, alleine schaffst du das nicht. Alter. Ist mal was zu pülen. Einer steckt genau in mir drin. Der Arsch ist runtergefallen. Ich glaube, den musst du am besten wirklich oben lassen. Sieht aus, als hätte ich ein Riesending. Schwert. Angeblich kann man doch die Olle da, die ich mal gefunden habe, da beschwören. Und da sind so viele Rufsymbole. Ihr seid ekelhaft, Hunde. Ach, hey. Da hoch. Keine Lust. Komm. Komm. So, diesmal bin ich rechtzeitig weg. Hoch. Entschuldige. Ich konnte jetzt nicht Mikro stumm schalten. Ich habe immer Angst, dass er die Fässer da trifft.
Da war, da, es gibt einen richtigen Wumms, wenn er die da erwischt. So. Aber Erich Micho, der hat das Phantom kaum Damage gemacht. Irgendwie nicht, ne? Alter! Ich mache jetzt auch gerade einen Scheiß hier. Alter! Hab ich ein Problem. Alter, geh weg. Boah, Alter, erschreckt mich nicht. Boah, hat mich der jetzt erschreckt, ey. Irgendwie muss ich doch. Da ist doch noch ein Symbol gewesen. Wie komme ich denn da hin? Oh, oh. Das war knapp. Au, au, boah. Das ist scheiße. Ich geh doch nur mit einem Estus Falcon dahin. Und übe ich halt. Die Horde jetzt auch noch da. Jo. Fuck, wollte ich gar nicht. Ich war schon Knopf erwischt. Ich wollte eigentlich eine Bombe ausrüsten. Weg! Warum muss der immer so lange so in der Luft hängen, ey? Also total behindert, als ob das irgendein Mensch macht, wenn, wenn dich ein Messer trifft. Oh, ich hänge jetzt erst 5 Minuten in der Luft. Oh, Hilfe! Damit er mich auch wirklich töten kann. Alter. So dämlich, ey. So. Doch nicht, er dreht sich zu schnell. Mein erstes Verkurs gleich alle, ey. Schon wieder auf. Und die Bosse sind so viel schwerer als im ersten Teil, ganz ehrlich. Ich muss die Folge hier jetzt auch beenden. Ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal bei Dark Souls.